So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge Euro Truck Simulator. So, schwuppsdiwupps. Läuft alles? Ja, läuft alles. Sehr schön. Okay. So. Wir waren gerade auf der Raststätte, etwas ungünstig eingeparkt, aber hey. Und machen jetzt weiter. Lass uns Wo loslegen. stehen wir eigentlich gerade? Boah, Alter. Immer Ah, geradeaus. schöner Bordstein. Aber jetzt mal ganz hart nach links weg. Oh. Easy. Na dann, freie Bahn mit Marzipan. 700 Kilometer haben wir noch vor uns. Achso, na gut, inklusive Fähre. Wobei ich mich echt frage, ob wir mit dem Ding in die Fähre reinkommen. Holy moly. Na komm, fahr. Danke. Oh mein Gott. So. Hübsch, hübsch. Oh, da vorne wird Holz verladen. Von einem Berg auf den anderen. Und dann wieder zurück. Zwanzig. Kann sein, dass das gerade ein bisschen bergab geht? Ja, jetzt auf jeden Fall. Holy moly. Holy moly. Nicht verstockern, ja? Wow, oh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich dachte gerade, weil hier die Straßen so auseinander gehen, dass das eine Abfahrt ist und wollte mich deswegen möglichst rechts halten. Rechts halten. Ja, da hab ich mich ja schon verarschen lassen. Und das, wenn ich mit 140 durch die Gassen fahre. Das gibt's doch ja nicht. Ey, guck mal, auf dem Pannstreifen gibt es ja keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Haha! Lol! Das heißt, in Wirklichkeit ist das die Überholspur. Yeah, nehmt das! Oh oh, der will nach rechts! Ah? 150 schaffen wir nicht ganz, ne? Nee. Immer geradeaus. Also bei 140 ist Schluss mit dem Auflieger. Ah, nee. Jetzt 145 schaffen wir. Nee! Alter, wie die gerade im Hintergrund über die Straße geflogen sind, die Kegel. Wie geil, guck mal, da liegen die. Wie geil ist das denn bitte? Alter, schönes Ding, du. Hier gibt's fucking Tiere. Wie geil ist das denn bitte? Da fährst du hier ein paar Kegel um, denkst dir nichts dabei? Guck mal, da ist noch einer. Okay, die laufen aber scheinbar schon, die laufen aber scheinbar einfach immer nur hin und her.
So. Ich hab schon wieder Stau, was ist denn hier los? Ah, genau, hier sind die Kegel. Da ist der eine und, da ist der andere. Lol. Eieiei, ich mache ja hier wieder Sachen. Alter Schwede, kannst du ja keinem erzählen. Apropos kann erzählen, wir haben wieder 40.000 Euro. Wie sieht eigentlich unser Bankguthaben aus? Unser Bankguthaben sieht kacke aus. Okay. Alter. Uiuiui. Das war ja schon gerade ganz schön schräg. Ne? Oh, Highspeed-Fahrt hier wieder. Was? Ah, Kredit wurde abbezahlt. Ja, siehst du, immer um 12 Uhr, sag ich doch. Das heißt, jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt sage, genau, immer 12 Uhr. Wenn ich jetzt das mache und wir jetzt morgen keinen Kredit bezahlen müssen, dann heißt das, dass ich quasi immer den Tag, wo ich den Kredit nehme, am nächsten Tag keinen Kredit zahlen muss, weil es ja sein kann, also der scheint es dann immer in 24-Stunden-Blöcke einzuteilen und dementsprechend wäre es ja so, dass wenn ich dann quasi kurz vor 12 Uhr einen Kredit nehmen würde, ich dann auch direkt eine Rate zahlen müsste. Und um das zu verhindern, haben sie einfach gesagt, der nächste Termin nach dem Nehmen von dem Kredit wird quasi übersprungen. Was bedeutet, dass wenn ich mir jeden Tag einen neuen Kredit nehme, ich nie Raten zahlen müsste. Das ist natürlich schon ganz schön exploitbar. Ne? Digga, hier die ganze Zeit auf dem Pannstreifen zu fahren, hat auch schon irgendwie was, ne? Ich meine, gut, ich muss natürlich aufpassen nach Ausfahrten, ne? Nicht, dass hier versucht, auf einmal ein LKW nach rechts auszuscheren, ne? Hier zum Beispiel, ne? Boah, Alter, ist aber schon eine schöne Gegend hier, ne? Ne? Wieso? oder? Geradeaus. Da geht's ja bergauf. Sehr schöne Gegend hier. Sehr, sehr schöne Gegend. Ja. Finde ich ja sehr hübsch. So. Okay. Alle mal bitte ruhig bleiben hier. Das ist eine Abfahrt. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Immer geradeaus. Das sagst du. Ich sage. Freie Bar mit Marzipan. Also die ganze Zeit auf Max Speed zu fahren, hat schon was, ne? Ich meine, das ist natürlich scheiße gefährlich.
Gerade wenn die irgendwelche random Autos einfach mal random nach links oder rechts ziehen. Oder bei engen Kurven, so wie jetzt gerade die ist noch weitläufig, die kriegen wir noch locker. Alter, wie wir hier lang rasen, ey, boah. Also mit einem Auto 140 zu fahren. Ja, mit einem Auto schon 140 zu fahren, ist ja schon mal was. Aber mit einem LKW, der zwei Auflieger hat? Hallo? Merkt er noch was? Digga. So bin ich immer früher allein für Cobra 11 gefahren. Und RPM-Tuning. Wow, 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 wow. Okay, okay. Die Kurve hier ein bisschen sehr eng. Versteh schon, versteh schon. Trotzdem geil, ne? Also direkt mal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen hier. Straight left, hard left, hard left, hard left incoming. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Ach, alles im grünen Bereich. Noch. Straight left, straight left. Heartbeat, Heartbeat. So. Ja, da fahre ich jetzt auch geradeaus weiter. Sehr schön. Wow. Das habe ich gerade gesagt. Alter, wie einfach unser Tacho schon längst zu Ende ist, ne? Oh, wei, wei, wei. Oha. Ja, da vorne kommt eine harte Rechtskurve. Da kommt eine Ampel, kann das sein? Ja. Los, lass mich vorbei. Danke. Nein, du kommst nicht mehr vorbei. Du bleibst schön da, wo du bist. Das hier ist meine City. Biege nach rechts ab. Ach ja. Das war mal eine schöne Gespeeder. Sehr geil. Schalte ich hier für einen Blinker aus. Was stimmt nicht mit mir? Oh, 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 ah. Das war definitiv zu eng. Der kackblaue Transporter, ey. Der hat mir ja gerade voll in die Bredouille gebracht. Ah ja. Fracht ist nicht beschädigt, also alles gut. Ich fahre ja viel zu schnell hier schon wieder. Ist das schon lange nicht mehr vorgekommen, dass ich zu schnell gefahren bin? Ach ja. Demnächst links abbiegen. Ja, wann ist der? Ach, da hinten. Okay. Ist das hier Sylt? Das sieht ja aus wie Sylt. Wo bin ich? Wo ist denn Sylt überhaupt nochmal? Ich weiß gar nicht. Wollt die Gegend stimmen? Nee, Sylt. Ich habe keine Ahnung. Doch, das kann es sogar sein. Ist das hier Sylt? Ja, nee, Sylt war ja eine Insel. Kann es also gar nicht sein. Sylt, Sylt, ist Jung von der Insel? Kann das hier Sylt? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Geografie ist sowieso was für Angeber. Biege nach links ab.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit den Dingern erfolgreich auf die Fähre raufkommen. Wo muss ich hier lang? Nee. Muss ich. Nee. Einfach hier geradeaus. Cargo ist da. Okay. Ach, ich fahre gar nicht auf dem Schiff rauf. Hier vorne bleibe ich schon stehen. Ist ja langweilig. Das ist ja richtig langweilig. Wohin? Wir müssen ja nach Norden weg. Das heißt, wir fahren. Genau, die. Du bist da. Würde ich da nicht schneller hinkommen? Wo fahren wir jetzt überhaupt mal hin? Genau. Würde ich denn nicht so schneller ans Ziel kommen? Guck mal, hier ist. Das ist doch direkt der Hafen. Hä? Wieso schickt er mich denn mit dem Schiff nicht, mit dem Boot nicht einfach da lang? Warte mal kurz. Ich speichere mal. Dann probieren wir das mal. Ja, das würde mich jetzt sehr hart interessieren. Einfach dahin zu fahren. Das wird doch viel einfacher. Das wäre doch sowas von easy. Guck mal. Bin ich da. Boah, Alter, wie hell ist der Rückspiel? Guck mal, hier ist normal. Ja, völlig normal. Nur so ein bisschen da, so die hellen Lampen. Da so der Nuckel. Und hier einfach komplette Eskalation. Was ist denn da? Ja, guck mal, bei dem Rückspiel sieht es auch normal aus. Was? Nein, ich wollte da. Ich wollte das da. Ja, der ist auch total überlichtet. Digga, was geht denn ab? So, erstmal raus hier. Ah, guck mal, da hinten. Da ist es schon, da hinten. Da, siehst du? Da ist weiß blinkende. Da müssen wir hin. Das ist das Ziel. Warum? Was war mit dem Navi los? Wieso hat es mich nicht direkt hier hingeschickt? Sind die dumm? Ich habe das Spiel überlistet. Hahaha, mal wieder. So, mal gucken. Hier schön weit wenden. Ja, passt. Schön weit wenden. Ich habe sogar noch 9 Stunden Zeit. Ja, easy. 9 Stunden muss ich schaffen, hier einzuparken. Ja, locker. Easy. Tada. Ja, geil. Hashtag läuft doch. Ja, das war ja mal interessant. Okay, das heißt, offensichtlich hat das Navi Probleme mit Fähren. Das scheint ja wohl nicht immer die beste Route halt zu wählen. Keine Ahnung, ob er die Straßen bevorzugt gegenüber der Fähre oder ob die Straße von der Länge her einfach kürzer, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja, aber da schiefgelaufen ist, ist eine gute Frage, ne? So, gucken wir mal. Aufträge. So, von hier, bitteschön. Ja, Schwerle. Oha. Oha, 46 Euro pro Kilometer. 55 Tonnen. Das ist wahrscheinlich viel zu viel. Wir nehmen mal lieber das hier. Ja, ist zwar 10 Euro weniger pro Kilometer. Aber erstens sind das insgesamt gerade mal 4.000 Euro. Und zweitens ist das halt auch, ne, weniger als die Hälfte an Last. 55 Tonnen ist halt schon, das wäre halt schon heftig am Arsch. Ne, mit unseren 500 PS. Sag mal, warum ist jetzt die ganze Zeit die Hilfe hier? Weg da. Ich klatsche dich tot. Also nehmen wir das Ding hier. Das Ding wäre aber schon echt scheiße groß, ne? So, Angebot läuft ab, in ist egal. Ja, da haben wir auch mehr Zeit zum Fahren. Yes. Ne, für den Fall, dass wir da doch nicht so schnell wegkommen. So, jetzt wollen wir erst gucken, wo müssen wir jetzt überhaupt hin. Ach so, da hinten. Okay, ja, das klingt gut. Wie komme ich hier weg? YOLO. War klar, dass ich hier nicht langkomme. Achso, das sind doch Schilder. Ups. Warum sagt mir das keiner? Hä? Jetzt
Hier muss ich erstmal zur Werkstatt fahren. Das gibt's doch ja nicht. So, komme ich hier lang? Irgendwie denke ich, dass ich hier gerade falsch bin. Bin ich hier richtig? Ah doch, ich komme hier lang. Ach, ich war... der Ausfahrt nehmen. Das war die Einfahrt und ich bin gerade bei der Einfahrt rausgefahren. Ups. Das kann ja mal passieren. So, kommen wir eigentlich an der Werkstatt vorbei? Irgendwo? Nee, nicht wirklich. Nope. Ich meine, wir könnten hier reinfahren. Aber ehrlich gesagt, nope. Ah, mit unserem wunderschönen kleinen süßen LKW hier. Ist das nicht geil? Was steht jetzt hier? Ah, wunderbar. Wunderbärchen. Dieser krasse, schöne LKW. Oh, Alter. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, auf freier Wildbahn sehen die Felgen sogar gleich noch viel geiler aus. Was ist da draußen schon, was ist da vorne schon wieder für ein Stau? Oh mein Gott, das kann ja dauern. Oh mein Gott, ey. Was machen die da vorne? Na, der fährt jetzt auch wieder eine halbe Strecke rum. Was macht ihr da überhaupt? Ja. Leute, hinten vor mir ist Stau. Jetzt regt euch mal nicht so auf wie ein Pfund Kacke hier. Schnauze jetzt. So geht das. Und der einfach weiter. So, jetzt geht's weiter. Jeder. Freie Bar mit Marzipan. So, wir müssen geradeaus, sehr gut. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Wow, wir sind ein bisschen zu schnell. Ausfahrt rechts. Tja, so ohne Last zu fahren ist natürlich gleich. Ohne Licht zu fahren vor allen Dingen. Ohne Last zu fahren ist natürlich gleich ein dezenter Unterschied, ne? Wow. Der halt einfach loszieht, Alter. Holy moly. Das ist ja heftig, Alter. Biege nach links ab. Das ist schon ein geiles Gefühl. So mit einem leeren LKW, der einfach loszieht wie so ein Sportwagen. Wollte ich gerade machen, du Arsch! Komm! Fahr doch mal, was ist mit dir los? Du tust ja so, als wenn gerade hinten einer reingefahren wäre. Nee. Oh, Tunnel. Tunnel fahren. Hup. Oh.
Alter! Biege nach links ab. Ich steckte gerade in einer Alpha-Wand fest. Wow. Sehr nett. Das ist ja aber auch eine geile Gegend, ey. Holy moly. Sieht cool aus. Gut, am Tag würde es noch besser aussehen, aber... Biege nach links ab. Das war gerade schön, ey. So, Aufträge. Annehmen. Fertig zum Losfahren. Der Tank wurde gefüllt und Fahrzeit zurückgesetzt. Was? Hä? Ah, lol, ich werde Schwertransport. Cool. Okay. Das ist ja interessant. Das heißt, ne, normalerweise, wenn ich da diese Schnellaufträge mache. Dann eben, dann ist ja, dann bin ich ja immer ausgeruht und alles. Und wenn ich mit meinem alten LKW fahre und Schwerlasttransport mache, dann scheint das auch so zu sein. Das ist ja gut zu wissen. Oh, mein schöner LKW. Krass, Alter. Die erste richtige Schwerlasttransportmission mit meinem LKW. Bin ein bisschen aufgeregt. Achso, siehst du, wir haben $66.000. Da können wir doch hier einen Kredit zurückgeben. Den zum Beispiel. So. Oh. Mache ich den noch? Wie lange fahren? 380 Kilometer. Komm, machen wir noch. Erstmal speichern hier. Oh, guckt euch das an, Alter. Guckt euch das an. Ich mit meinem kleinen süßen LKW. Alter, stellt euch mal vor, ich würde genau so ein Gespann auf echten Straßen entgegenkommen. Ja, weißt du? Hier so ein totaler Otaku-LKW und dann hinten Schwerlasttransporter drauf. Das ist doch... So eine Kombi sieht man im Echten garantiert nicht so häufig. Garantiert nicht. Eieiei, ist das geil, Alter. Schönes Ding, du schönes Ding. So. Oh, der Hügel hier die ganze Zeit links, ne? Das Gelände hier sieht schon extrem geil aus. Alter Schwede. Das ist natürlich optisch schon echt ein Hingucker, ne? Das ist auch. Na, schon echt stylisch und alles. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Achso,
Nacht ist ja vorbei. Weißt du, die entführen mich und flößen mir Schlafmittel ein, damit ich schlafe, aber meine Lichtanlage schalten sie nicht aus. Was war das gerade? Bin ich von da abgehoben oder was? Warum sind hier links und rechts diese Dinger? Das macht Schwerlasttransporte nicht gerade einfacher, meine Damen und Herren. Oh. Wieso kann mich der Hänger... Der Hänger zieht mich vorne nach oben. Wie geht das? Momentchen mal, das müssen wir nochmal. Das geht ja mal gar nicht. Nee, du, das ist ja... Hä? Fahrt vorsichtig. Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso kann uns der Auflieger vorne nach oben ziehen? Hier war das erste Mal. Bin ich mal gespannt, was genau hier passiert. Oder war das hier? Ja, doch, war hier. Da. Hä? Jetzt funktioniert's? Hä? Warte mal kurz. Ich fahr kurz in der Ansicht hier. So. Warum? Gibt es da irgendwas, was ich gerade nicht verstehe? Warum wird mein LKW zur Seite gezogen? Ha. Nö, verstehe ich gerade nicht wirklich. Fliehkräfte können es nicht sein, dafür bin ich nicht schnell genug. Und dass ich zu wenig Traktion, also zu wenig Haftung vorne habe, den LKW zu lenken, also den Auflieger mit rumzuziehen, kann auch nicht sein, weil der Auflieger lenkt ja mit. Der hat ja vorne Lenkachsen. Oder? Ja genau, siehst du, vorne lenkt er mit. Also daran kann es auch nicht liegen. Wie kann mich denn der Hänger rumziehen? Das macht ja gerade mal überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Das ist interessant. Also entweder wird hier irgendwas falsch simuliert oder ich übersehe etwas. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber wenn ich jetzt hier lenke. Genau, es funktioniert einwandfrei. Aha. Ja, hier auch. Ja, auch das klappt wunderbar. Verstehe ich nicht, keine Ahnung. Sehr suspekt. Naja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Demnächst links abbiegen. So viele Schilder hier links und rechts. Holy moly, ey. So, da vorne geht's los. Mit der öffentlichen... Links ab. Mit den öffentlichen Straßen. Holy moly.
Ist aber auch schön hier. So mit der Sonne und allem. Mit meinem LKW vor allem Ding. Guckt euch dieses Gespann an. Oh, na klar, vorne Baustelle erstmal. Aber sicher doch. Das sieht mir ganz schön eng aus. Aber wobei, doch, ist machbar. Warum fährt er so weit nach links? Was ist mit dem los? Will er die anderen Autos abschrecken oder was? Ist mein Revier. Ist meine Aufgabe. Ich verscheuche hier alle. Oh, diese Berge. Weil LKW sieht so vom Weiten, sieht er so aus wie so ein LKW von so einer Sportshow, ne? So mit den Reifen und der markanten Lackierung. Ah ja. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Oh, da kommt eine schöne enge Kurve. Guck mal, sobald Gegenverkehr kommt, schaltet er nach links aus. Der Wagen vor uns. So wie als wenn er die UFI, weiß nicht, zur Seite drängen wollte oder so. Sehr interessant. Machen die das auch im Echten? Das ist doch hier, wie heißt das? Nötigung im... Ja doch, genau, Nötigung im Straßenverkehr ist das doch, oder? Naja, weiß ich ja nicht. So. Alter, diese Berge teilweise auch. Holy moly. Ich würde mal sagen, bei der nächsten Möglichkeit parken wir dann und machen da mal Folgenwechsel. Wobei ich hier keine Möglichkeit sehe. Na gut, da hinten kommt eine Raststätte irgendwann mal, aber ich dachte, hier vielleicht vorkommt. Was sind diese Punkte hier eigentlich? Sind das, ja, so Strafen, ne? So Abzweckungen. Tote Äste. Was? Das Vordere warnt andere Verkehrsteilnehmer. Passen ihre Geschwindigkeit zur Vermeidung von Kollisionen an. Das soll jetzt was heißen? So. Dass er runterbremst oder was? I don't get it.
echt schöne Gegend hier. Alter, wie der halt immer auf die andere Spur rüberzieht, das. Eieiei. Ist mir so noch nie aufgefallen. Na gut, weil wir auch meistens auf der Autobahn unterwegs waren und da ist ja. Ne? Da gehen ja alle Spuren in die gleiche Richtung. Also zumindest die auf unserer Fahrbahn. Die andere Fahrbahn ist ja physisch getrennt. Diese Landschaft hier bitte an. So, weißt du was? Wir machen ein bisschen an der Stelle hier erstmal Pause. Erstens, weil es hier geil aussieht. Ich meine, guckt euch das hier bitte an. Digga, what the fuck? Das sieht ja mal geil aus. Ah ne, da war ich schon aus. Ah. So. Speichern. Und dann bis zur nächsten Folge. Oder so ähnlich. Na dann. Tschüdelü.